Schönen guten Tag, Leute. Hallo. Ich melde mich jetzt auch zu Wort, bevor es Montag wieder losgeht. Wir haben heute Sonntag. Und das soll jetzt auch gar kein Rumgeheule-Video sein oder irgendwie sowas. Ich wollte mich einfach nur mal melden und ein, zwei Sachen noch dazu sagen. Ich danke für den absoluten Großteil an guten Feedback. Und ich gehe auch auf viele Punkte ein. Die habe ich mir aufgeschrieben, habe ich mich hingesetzt. Das heißt, das ist das erste Mal, dass ich wirklich ein Handy in der Hand habe und mir gewisse Punkte aufgeschrieben habe, um die euch einfach wiederzugeben. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Dann manchmal habe ich das Problem, dann habe ich das Video gemacht und dann habe ich ein, zwei Punkte nicht gesagt und dann bin ich halt super unzufrieden. Und das will ich hier so ein bisschen vermeiden, dass das einfach nicht dementsprechend passiert. Ich weiß nicht genau, wie lang das Video wird, ja? Also deswegen, das ist einfach nur nochmal so ein Feedback. Und dann ist auch erstmal vorbei mit dem ganzen Rumgelaber und dem Aufklären über meine Situation. Nur ich habe das Bedürfnis dazu. Es ist mein Kanal. Und ich glaube auch, dass viele Leute auch ganz gut ist. Weil guck mal, es sind jetzt so viele Jahre, die jeden Tag quasi das guckt, dass das irgendwie ein gut Nehmen und Geben ist. Und ich gehe auch gleich darauf ein, warum mir das so wichtig ist und warum ich auch in einer außerordentlich schlechten Situation bin. Okay? Also ich bin gerade einfach an einem Punkt, an dem ich sehr, sehr durcheinander bin, weil ich ganz lange dachte, dass ich einfach ein normaler Typ bin, aber irgendwie wusste ich auch, ich bin nicht ein normaler Typ, weil ich einfach sehr, sehr viele Dinge nicht wahrnehmen kann, auch sehr viele Dinge nicht tue, die andere Leute einfach tun. Und jetzt bin ich halt in dieser Therapie mit dem Björn zusammen, wo ich einfach merke, nee, pass auf, die und die Dinge, die siehst du so und ich glaub dir auch, dass du die so siehst, aber das sehen ganz wenig Menschen so. Und wenn du davon ganz viele Inhalte bekommst, dann machst du als Mensch inhaltlich eine unfassbare Bauchlandung. Ja? Du klatscht erstmal auf den Boden, fragst dich auch, stimmt das überhaupt? Oder sieht er das nur so? Und du suchst diese Lücken. Dazu kommt die Diagnose, weil das super unfair ist, weil dieser Björn hilft mir wirklich sehr, sehr, sehr stark. Und ich bin da sehr dankbar für. Die Diagnose kommt von dem Chefarzt der LWL und nochmal eine zweite Diagnose auch. Sind beides Diagnosen, die wirklich hochprofessionell sind. Und ich kann euch wirklich eins sagen, ich springe ein bisschen im Inhalt, weil ich noch ein, zwei Sachen weiß. Ich habe es mir nicht gewünscht und ich habe es so lange versucht zu vermeiden, dass diese Diagnose wirklich so ist. Ich habe sie ja angezweifelt, habe gesagt, nee, bin ehrlich, nee, glaube ich nicht. Und was eine Sache, die halt nicht so dementsprechend gut rüberkam in dem Video mit dem Fabian und dem Björn, ist halt einfach, wie mir dann erklärt wurde, was mein Problem ist. Und es ist einfach, der Verbindungsstrang von zwei Punkten im Gehirn sind halt einfach nicht so ausgeprägt wie bei euch. Ein Großteil der Leute. Und das ist auch gar nicht der Punkt, dass ich mich dafür so doll schäme. Das macht auch keinen Sinn, sich dafür zu schämen. Ich bin ja so als Mensch groß geworden. Ich kann ja auch normal leben. Ich bin ja jetzt, ne, also ich kann ja leben. Aber ich bin halt schon in meinem Privaten ein deutlich anderer Mensch, als ihr alle erwartet. Und ich würde mich auch freuen, wenn Freunde von mir drunter kommentieren würden, die mit mir privat zu tun haben, die werden das stark bestätigen können, dass ich eigentlich nie was tue mit denen und auch nicht tun kann, weil ich es einfach nicht hinkriege. Und wenn ich es mal getan habe, dann, und das ist noch ein Punkt, worauf ich zu sprechen kommen will, ist halt einfach der, diese Leute, die suchen, dass ich das nicht habe oder die mich ertappen wollen in dem, dass ich ja eigentlich flunker und habe das gar nicht. Und das ist schon ein bisschen ekelhaft, muss ich sagen. Weil ich habe davon keinen Vorteil oder sowas. Und diese Leute, die einfach dann mir schreiben, ein wildfremder Mensch, der mich nicht kennt, aus der Distanz schreibt, du hast das nicht, du hast das und das. Da denke ich mir, wie viel Selbstbewusstsein muss man haben? Wie viel muss man haben, das aus der Distanz so zu schreiben, weil du mich aus den Videos kennst? Boah. Aber auch da lerne ich. Ihr seid in meinem Lernprozess ja auch stark bei, weil überleg mal, was für ein Typ ich war am Anfang. Wie schwierig Kommentare für mich waren, wie stark ich geworden bin mit dem Umgang mit Kritik und mit Kommentaren. Ich denke, da könnt ihr jetzt viel mehr verstehen, warum manche Phasen für mich so unglaublich schwer waren. Und da, wo ihr gesagt habt, dass ich schwach bin, da war ich schon sehr stark. In den Momenten, wo ich alleine war, war das deutlich krasser und deutlich schwieriger und deutlich
zerstörerischer für mich als Mensch. Das Hauptproblem ist einfach, dass ich als Jean-Pierre, und jetzt wird es ein bisschen eklig, und da bitte ganz vorsichtig mit umgehen, was ich jetzt sage, ich bin nicht da. Ich bin komplett leer. Und kann halt nicht fühlen in dem Moment live. Ich bin nie da. Und das ist eine Sache, die ist sehr widerlich, wenn du so leben musst. Und dann haben mir auch manche geschrieben, was ja eigentlich nicht sein sollte, worum wir gebeten haben. Ah, oh, Jean-Pierre, ja, ich weiß, was du meinst. Ich kann das nachvollziehen. Ich habe das auch. Ich vielleicht. Absolut. Es kann auf jeden Fall sein. Nur dann sehe ich ja auch, und ihr seht ja auch bei mir, dass ich auch andere Dinge tue, wo der Widerspruch entstehen kann. Aber man bekommt ein Gespür dafür, ob jemand dieselbe Problematik hat wie du oder nicht. Und das soll auch gar nicht upgraden oder downgraden sein. Aber diese Worte, die ich sage, sind sehr verführerisch, dass man sich denkt, ja, ich fühle mich auch leer. Aber es ist noch ein Level darüber an Leersein, das es gibt. Also deutlich einfach nichts. Und das in Verbindung mit meinem Aufwachsen ist eine sehr, sehr, sehr widerliche Kombination. In Verbindung mit dem Beruf, den ich gewählt habe. Weil der Umgang mit Menschen ist für mich außerordentlich schwer. Und dann bin ich in der Situation, in der ich jetzt bin. Und das ist unfassbar. Warum ich das gemacht habe, ist, ich glaube, es war ein Wunsch zwischen cool sein wollen, normal sein wollen, Angst haben zu verlieren oder nicht erfolgreich zu sein. Das habe ich auch in mir, auf jeden Fall. Angst davor zu haben, pleite zu sein, wie meine Mutter es immer war. Dann kam aus Pech diese Option, die ich jetzt halt habe. Da habe ich verstanden, man kann in einer sehr kurzen Zeit finanziell viel Geld machen. Das war diese Fernsehphase. Und daraus entstand das. Und dann entstand die Liebe zu euch und zum Erklären. Und dann begann dieser Kreislauf. Dann sagen manche, ja, dann hör doch auf. Das stimmt auf jeden Fall, irgendwie schon. Aber ich gebe es ja zu, den Halt und diese Fülle, diese Leere, die ich habe und diese Fülle, die ihr mir gibt, ist die einzige, die ich echt habe, die wirklich für mich existiert, die für mich greifbar ist, die für mich sichtbar ist. Wenn ich mir da sitze und ich mache mir Gedanken, monatelang über irgendwelche Dinge, und diese Idee kommt dann zum Leben und ich sehe, dass ihr euch darüber freut. Natürlich gibt es auch finanzielle Möglichkeiten für uns. Aber ihr könnt mir glauben, 99% von den Dingen, die ich einnehme, reinvestiere ich ja für weitere Dinge, die für euch sind. Wo es morgen in dem Video auch drum geht, zum Ende hin. Und es ist für mich einfach nur ein Suchen und ein, ist kein Mitleid bitte, ne? Also darum geht es überhaupt nicht. Ein Suchen und ein Zehren nach einem Lebensinhalt. Und das habe ich nicht. Und das ist wirklich eine sehr eklige Situation, weil ich habe ihn gar nicht, ne? Also ich habe nichts. Ich habe nur das. Und renne dem hinterher. Und wenn ich das nicht habe, wird es sehr, sehr unangenehm und sehr eklig auch in mir, weil da kamen dann auch die Gedanken und dieses Thema Depression halt auf, weil für mich hat das Leben keinen Sinn. Also morgens aufzustehen und wirklich neu hinterher zu rennen, das habe ich ja nicht. Sondern ich muss es mir mit dem hier selbst quasi bauen, aber in mir drin, einen tiefen Instinkt, der ist ja gar nicht da. Und da diese Kombination macht es halt so schlimm. Und es ist ein Kreislauf, der wirklich kaum schlechter hätte sein können in meiner Ausgangssituation. Also der Kreislauf ist einfach denkbar schlecht. Denkbar schlecht. Ich bin durcheinander im Moment. Ich bin sehr verschüchtert. Ich bin sehr traurig. Ich weiß auch, ich war mal lustiger. Der Grund, warum ich momentan nicht ganz so lustig sein kann, wo ich mich aber rausarbeite gerade. Also ich arbeite mich raus aus diesem Reset-Modus gerade, weil was ich jetzt gerade durchmache, zeigt mir ganz klar, pass auf, davon brauchst du nicht träumen, Jean-Pierre. Diese Träume, die du da hast, trenn dich davon, es wird nicht klappen. Das sind Sachen, die sind realistisch und da arbeiten wir hin. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum ich momentan teilweise etwas, manchmal bin ich ja auch lustig und dann bin ich auch echt lustig, weil in vertrauten Personen, in dem Moment, wenn ich mit Flo, mit den Jungs oder irgendwas so drehe, dann bin ich 100% da und kann auch lachen und lache auch. Und spüre die Situation auch und fühle die auch. Aber
wenn das nicht der Fall ist, dann falle ich wieder zurück. Und ja, und deswegen bin ich auch so bestrebt, dass das alles so bleibt, wie es ist. Weil wenn ich da rausfalle, dann wird's dünne. Und das ist auch, da müsst ihr auch nicht traurig sein, aber es ist halt einfach auch eine Krankheit, darf ich nicht sagen, soll ich nicht sagen, eine Behinderung, eine Fehlding in mir. Und das ist etwas, was ich sage jetzt mit Überzeugtheit. Und ich verstehe, dass das nicht änderbar ist und nicht wegmachbar ist. Das ist auch okay für mich. Und das macht es einfacher. Und deswegen geht es mir auch jetzt im Moment eigentlich besser. Ich bin schwächer, aber mir geht es stabiler. Ich fange an, unter mir einen Untergrund aufzubauen, einen Boden aufzubauen, worauf ich stehe. Ich sage immer mehr Leuten, wo ich früher mich durchgekämpft habe, weil ich gedacht habe, du musst das sagen, sage ich nein. Ne? Ich sage einfach, ich möchte das nicht. Ich möchte auch diese Frage nicht gestellt bekommen. Ich möchte zum Beispiel nicht gestellt, die Frage gestellt bekommen, wie geht's mir? Das habe ich jetzt mehreren Leuten in meinem engeren Kreis gesagt. Mich nicht fragen, wie es mir geht. Warum? I don't know. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich kann auch nicht mal in mir forschen, um das zu fühlen. Bildlich jetzt plump gesagt wie so ein Arbeitsroboter. Ja? Und ich glaube, das ist auch das, was ihr so an mir mögt, weil diese Liebe zu der Technik und zu den Autos und zu diesen Dingen, die ich tue, ist deswegen so tief, weil da nichts anderes ist. Ja, da ist einfach nichts nebenbei. Das kann man jetzt böse sagen. Wenn ich es tauschen könnte, würde ich es tun, aber ich kann es nicht. Es ist einfach nicht baubar. Und diesen Prozess bewege ich mich gerade, hier stehe ich gerade und sage euch das. Da würde ich mich freuen, wenn ihr mir einfach helft, dass wir da rausarbeiten. Ihr müsst nichts tun, ne? Also einfach das, was ihr jetzt tut, einfach weitermachen, wenn ihr das wollt. Und deswegen jetzt auch dieses Video an einem Sonntag, weil am Montag geht es wieder ganz normal weiter und dann ist das Thema erstmal gegessen. Ihr seid aufgeklärt, ihr wisst Bescheid. Und dann werden wir Montag einfach ganz normal weitermachen. Und wenn ich gut gelaunt bin, bin ich gut gelaunt. Und wenn ich nicht gut gelaunt bin, bin ich halt nicht gut gelaunt. Ne? Was ich fühle, sind öfter Situationen, wenn ich Leuten eine Freude mache. Aber es geht immer einher mit Angst. Weil letzten Male habe ich Familien einfach auf dem Parkplatz eingeladen zum Burgeressen. Aber in dem Moment, wo ich mir denke, hey, die haben so viel Freude, ich lade die ein zum Essen, ist mein Wunsch in dem gleichen Moment, dass sie nicht ein Gespräch zu mir suchen. Das heißt, ich gehe nur hin und sage das dann ganz kurz und gehe direkt weiter. Also wenn ihr wollt, könnt ihr ja gerne drunter kommentieren, die das schon mal erlebt haben oder wenn ich einen Gefallen tue. Weil gleichzeitig ist die Angst riesengroß. Oh, danke. Und die wollen dann mir was erzählen und mir was zeigen. Und da schäme ich mich. Glasklar. Weil ich sehe ja, dass ihr euch freut. Und ich möchte ja so sein wie ihr. Ich möchte diese Freude ja widerspiegeln und auch fühlen können. Ich möchte in derselben Situation sein, dass das so ist bei mir, dass das jemand für mich macht und dass ich das so zurückgeben kann. Aber das ist einfach nicht drin. Somit ist für mich der Moment, ich möchte diese Freude denen geben, aber nicht reden, bitte nichts zurücksagen. Dann ist das für mich das Reinste und das Beste. Oder eine Geste, dass das für mich perfekt. Ja, und ich weiß, das ist, glaube ich, für manche super verstörend und ich glaube, das ist auch für manche eine super geile Angriffsfläche und ein super geiler Moment, um zu sagen, jetzt habe ich ihn. Jetzt kann ich ihn fertig machen. Der mag euch nämlich gar nicht. Und das ist voll das egoistische Arschloch. Und der macht das nämlich nur für sich. Feuer frei, könnt ihr gerne machen. Aber ich bin, der ich bin. Und das Letzte, was ich will, ist was Böses. Das ist das Letzte, was ich irgendjemandem zumuten möchte, irgendwas antun möchte. Ich möchte einfach nur für mich einen Weg finden in dieser Welt. Das hört sich so theatralisch an. Ich möchte einfach einen Weg finden, Sinn im Leben zu kriegen, der wirklich da ist und den ich auch wirklich echt fühle. Ich kann mir das immer ganz kurz sagen und dann fühle ich es auch für einen kurzen Moment. Aber dann ist das weg. Aber wirklich eine Sekunde danach ist das weg. Ja. Dann kann natürlich auch dann Kommentare mit anderen Leuten, die Asperger haben, die hochintelligent sind. Und ja, das trifft in meinem Fall auch zu. Und ich glaube auch, dass das sehr außerordentlich hohe Intelligenz da ist. Aber ich sage euch eins, das bringt dir gar nichts. Da hast du nichts von, das bringt dir nichts. Das Einzige, was im Leben etwas bringt, und was ich kann darüber reden und ich kann es auch verstehen, aber mein Hirn erlaubt es nicht, ist Freude. Freude an den kleinen Dingen, Freude in dem Moment und
die Situation sehen. Deine Augen nehmen eine Situation wahr, Auge zurück an Hirn, Hirn macht das und gibt dann Gefühle in den Körper rein. Wenn du das nicht hast, das ist scheiße. Natürlich habe ich auch schon geweint in Momenten. Das ist auch für mich ganz, ganz krass, weil diese Momente mich komplett überrollen. Ne? Dann ist das in mir doch drin. Das kommt dann hoch. Und dann kann ich auch weinen. Aber so normale Freudemomente, das ist eine Situation, die mir leider verwehrt ist. Und darauf baut viel auf. Und deswegen nutzt das und versucht das wirklich in euch aufzusaugen und aufzunehmen, weil das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Aber so sind wir halt, ne? Alles ist selbstverständlich. Hast ein Auto mit 100 PS, ist das auch wieder normal. Hast ein Auto mit 500 PS, ist das nach ein paar Wochen auch wieder nicht mehr so schnell. Und so ist das mit Freude, ne? Du hast Freude als Kleinkind von Anfang an. Und irgendwann muss Freude mehr werden, damit du wirklich diese Freude hast. Und wenn du sie gar nicht hast, glaub mir, darauf baut so viel auf, du wirst in deinem Kopf echt strange. Und ja, das hatten die Jungs ja auch ganz gut erklärt. Also das Thema Denkgeschwindigkeit ist halt auch noch so eine Sache. Das Unterbrechen ist zum Beispiel auch das, wenn ich in Gesprächen bin, ist es einfach, ja, das ist ein Teil davon. Keine Entschuldigung, 0,0, sollte man trotzdem nicht tun. Aber da ist so ein bisschen der Hintergrund. Größter Ziehpunkt für mich ist, und das ist jetzt wieder, ich spüre schon, ist einfach Freude machen für euch. Das ist etwas, was für mich ein rundes Konzept ist und für mich funktioniert. Ich kann meine Denkenergie dort reintun, mache mir Gedanken, dass es gut funktioniert, dass es ein gutes Gefüge hat. Geld für euch und für die Firma. Und dann ist es das, worauf ich momentan einfach funktionieren kann und bestehe. Man kann es verurteilen. Ich tue niemandem etwas Böses. Ich glaube, jeder, der bei uns schon mal etwas gemacht hat oder getan hat, weiß, er bekommt etwas viel zu Gutes für viel zu wenig Geld. Und es funktioniert auch nur, weil einfach so viele Menschen das machen. Auch wenn dieses Video zum Beispiel dazu beiträgt, dass alles vorbei sein sollte, ich sollte sagen, ey, ganz ehrlich, scheiß auf den Typen. Ich gucke jetzt das und das und supporte den und mach dies und das. Dann ist das auf jeden Fall so. Ich werde meinen Weg auf jeden Fall gehen können. Und indem ich dann irgendwie, weiß ich nicht, anders mache, ein Hundeheim oder keine Ahnung, was ich mache. Ja, genau. Das Einzige, was ich momentan als kurzfristige Ziele habe für mich, ist die Verarbeitung von den Sachen, die ich nicht kann, dass ich die wirklich akzeptiere, weil wenn du ganz lange von was träumst, was du eigentlich erreichen willst mit 41, aber du merkst, scheiße, ich komme da irgendwie gar nicht hin, alle anderen kommen da irgendwie hin und du kommst nicht hin, dann ist das echt krass. Das wegtun und zurück zu meinem inneren, freien Lustigkeitsgefühl zu kommen. Das sind so meine kurzfristigen Ziele. Ich danke denen, die mir helfen dabei. Und ja, das war's zum Sonntag. Ich hoffe, es war jetzt nicht so lang. Ja, ihr seid wichtig für mich. Hört sich krass an, vielleicht sogar das Wichtigste. Aber es liegt auch nur daran, nicht weil ihr so toll seid, sondern ich denke, es liegt eher daran, weil ich einfach nichts anderes habe. Ich relativiere es selbst. Genau. Keine Ahnung, was da so laut ist. Ich mache jetzt Schluss. Und morgen kommt das Video, wo ich mit dem Fabian weitergehe durch die Firma und ein, zwei Sachen so erkläre. Und dann geht's nochmal weiter mit den Videos. Tschüss.